Hallo, ich bin zurück aus dem Urlaub. Der war leider verregnet, aber dafür hatte ich viel Zeit zum Lesen. Das wollte ich euch jetzt mal zeigen, falls euch der Bedarf an neuer Literatur vielleicht quält. Also, ich habe gelesen 3096 Tage von Natascha Kampusch. Das hat mir sehr gut gefallen, weil ich mich auch gerade irgendwie in diese Thematik der Entführungsbücher reinfinde. Und ja, ich hatte ja schon das Remzmar-Buch von Jan-Philipp Remzmar gelesen. Und das war ja auch über die Entführung von ihm. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, das Kampusch-Buch und das Remzmar-Buch auch. Das habe ich auch jetzt von dem Sohn. Also der Sohn von Jan-Philipp Remzmar, von der Remzmar-Entführung, der Johann Scherer heißt er, hat das Buch geschrieben, Wir sind dann wohl die Angehörigen, in dem er seine Sicht der Entführung beschreibt. Er war damals 13, als sein Vater 33 Tage entführt war. Und in dem Buch beschreibt er die Lage, wie es damals war bei ihm zu Hause. Also auch quasi erzählt er auch viel von der Mutter. Das ist auch auf jeden Fall sehr interessant, um den Fall so ein bisschen, ja, um diese Thematik ein bisschen zu beleuchten. Dann habe ich natürlich auch ein bisschen was Leichtes zur Hand gehabt. Und zwar bin ich gerade dran, die Billy Bat Manga-Reihe zu lesen. Das ist ein 20-teiliger Manga. Ich glaube, 2016 oder so hat er geendet. Weiß nicht genau. Da geht es um eine Fledermaus, die den Autoren quasi, den Zeichnern immer, sie sagt, was sie zeichnen sollen. Und das sind immer Dinge, die in der Zukunft passieren. Und der Comic arbeitet sich dann so durch die Weltgeschichte. Auf jeden Fall sehr. Also ich finde es unterhaltsam. Was da jetzt so, worauf das noch hinausläuft, weil kann ich überhaupt nicht sagen. Also ich bin jetzt bei Band 4 und 5 habe ich jetzt im Urlaub noch gelesen. Und dann habe ich noch ein Bild-Comic-Band, der heißt Benzimena. Das ist ein, ja, Comic, weiß ich nicht, ob man das Comic-Band nennen kann, weil die Seiten sehen dann ungefähr so aus. Ist immer nur ein Bild und etwas Geschriebenes. Es wird die Geschichte erzählt von einem Vergewaltiger, beziehungsweise einem pädophilen Vergewaltiger, der sich Frauen vergeht. Ja, und dessen Geschichte wird erzählt. Das ist auch, ja, nicht so ein leichter Stoff. Aber mir haben die Bilder ganz gut gefallen, der Zeichenstil und einfach ja, die Art, wie das ganze Buch aufgebaut war. Ja, das habe ich im Urlaub gemacht, unter anderem. Natürlich noch ein paar andere Dinge, aber das waren auf jeden Fall die Sachen, die ich gelesen habe. Und für 2 Wochen finde ich das jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich habe noch ein paar Hörbücher gehört. Also ich habe dann noch Natascha Kampusch 10 Jahre Freiheit, habe ich gehört. Gibt es auf YouTube. Darin beschreibt sie quasi, wie sie die Jahre nach der Entführung erlebt hat, nach der Befreiung, der Selbstbefreiung und wie die Öffentlichkeit da mit ihr umgegangen ist. Und das ist auf jeden Fall ganz schön hart. Und man sollte die Frau doch einfach mal in Ruhe lassen. Und ihr Leben leben lassen. Aber das solltet ihr vielleicht selbst hören, wenn ihr euch dafür interessiert. Und dann habe ich noch Kurt noch gehört von Sarah Kuttner auf Spotify als Hörbuch von ihr selbst gelesen. Das auf jeden Fall, ja, ich möchte da gar nicht zu viel verraten. Also sie schreibt ja gerne mal über Dinge, die ein bisschen tiefer gehen, aber trotzdem in ihrer lustigen Art dann doch unterhaltsam und man kann sich da gut
reinfühlen. Das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Okay, das war's. Wenn ihr was braucht für euren Urlaub, ich bin euer Mann. Ciao!